Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Wir haben heute wieder das Frühaufsteherprogramm auf der GPN. Heute mit Heurikus. Heurikus hat mir vorhin erzählt, eigentlich gar nicht so viel mit der Fliegerei zu tun zu haben und deswegen heute einen Talk darüber zu machen. Wir reden über von der Cessna zum Open Source Airbus, virtuelles Online-Fliegen in der Community, nachdem wir ja gestern den Menschen mit den Zugsimulatoren da hatten. Daher übergebe ich an Heurikus. Ja, Flusi 3.0, muss ich mir unbedingt anschauen. Ja, hallo. Schönen guten Morgen miteinander. Ich bin der Heurikus und genau, ich hatte eigentlich so bis vor einem Jahr, würde ich sagen, gar nicht so viel mit dem virtuellen Fliegen so zu tun, aber dann sind da so ein paar Dinge passiert, die das dann total wegeskaliert haben. Genau, und eigentlich gehe ich ja auf so GPN und andere Konferenzen, um viel Spaß zu haben und über Dinge zu erzählen wie Cloud und über Netzwerk und über Programmieren und so. Und dieses Mal habe ich gedacht, ich erzähle mal über was anderes, nämlich das, was so in den letzten 12 Monaten bei mir bei der virtuellen Fliegerei passiert ist. Und weil ich bin da so reingeschlittert, muss man sagen, ohne dass mir da groß jemand was erzählt hat. Und das war eine sehr spannende Geschichte, wie das alles so kam, wie es jetzt ist. Und wer da auch Interesse hat, habe ich gedacht, dem kann ich das vielleicht ein bisschen einfacher machen, indem ich zum einen eine Geschichte erzähle, was ich gemacht habe und was es da draußen eigentlich so gibt und warum mich das dann so fasziniert hat. So, ich habe gedacht, wir machen das so. Ich frage euch mal kurz ein paar Sachen, dann erzähle ich meine Sachen und dann könnt ihr mir Fragen stellen. Dann denke ich, kriegen wir das in der Stunde ganz gut hin. So, meine erste Frage wäre, für wen ist es die erste Gulasch-Programmiernacht hier? Echt geil. Hatte ich gestern Abend in dem Labor-Talk auch und das hat mich total fasziniert, dass hier immer wieder ein neues Publikum kommt. Also ich war schon ein paar Mal da. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, es macht euch hier Spaß. Und also mein Vortrag ist ja eher so ein bisschen esoterischer Vortrag auf dieser Veranstaltung. Okay. Dann, wer fliegt von euch so regelmäßig im Flugsimulator? Cool, super, wir müssen reden. wer weiß, was WATSIM oder IVAO ist? Wir müssen noch mehr reden. Und so im richtigen Leben, wer hat im richtigen Leben eine Fluglizenz? So von PPL bis ATPL, irgendjemand? Niemand, das ist auch nicht schlimm. Ich habe auch keine, ja. Also ich fliege nur als Passagier im echten Leben. Mehr und mehr denke ich mir aber so meine Sachen dazu, finde ich total spannend. Genau, so, was werden wir heute so machen und was könnt ihr so lernen heute? Also so, warum Fliegen am Computer so überhaupt, konnte ich mir nie vorstellen, war mir viel zu abstrakt, war mir viel zu unrealistisch, kam für mich irgendwie nie in Frage. Hat sich ein bisschen geändert. So, dann dahin auf dem Weg ist, was wird eigentlich alles simuliert und wie gut ist denn das heute? Dann erste Schritte, was brauche ich überhaupt, wenn ich in der virtuellen Welt fliegen will, so an Hardware und an Zeit? Wie verwendet man reale Tools für die Sichtflugnavigation im Simulator? Weil man kann im Simulator fliegen einfach so, zum Spaß irgendwo drüber fliegen, so alles total unrealistisch mit den Cursor-Tasten und so, kann man alles machen. Man kann die Failsafes einschalten und dann kann man schön runterschauen und das ist wirklich super. Aber man kann es auch sehr nah an der echten Welt fliegen und dann braucht man Tools und da kann man Tools nehmen, gerade für Sichtflug aus der realen Welt und kann die mit in den Simulator reinnehmen. Da zeige ich dann nachher mal ein paar. Und wenn man noch mehr Realismus haben will, dann braucht man eigentlich Air Traffic Control, sowohl für den Sichtflug als auch für den Instrumentenflug. Und da gibt es auch ganz tolle Sachen dafür, so mit echten Menschen. Und ja, man kann auf unterschiedliche Weise anfangen. Man kann gleich in den Airbus einsteigen und ein paar Mal abstürzen oder man kann mit den kleinen Flugzeugen anfangen und sich dann so langsam hocharbeiten, wie man das jetzt eher in der echten Welt machen würde. Ich habe mich so für den Teil entschieden und da erzähle ich mal so ein bisschen, wie das so langsam so sich skaliert hat. Dann für den Instrumentenflug, also man will ja nicht immer nur fliegen, wenn es schönes Wetter ist. Was braucht man da eigentlich dazu? Was gibt es da für Tools aus der echten Welt? Wie kann man die in der virtuellen Welt verwenden? Und was gibt es für Tools in der virtuellen Welt, die sind so wie in echt, aber besser integriert in der virtuellen Welt? Wir kommen drauf. Und schließlich Airliner fliegen. Wie kommt man denn zu sowas und warum eigentlich überhaupt? Genau, also das sind so die Fragen, die ich heute so im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde mal so ein bisschen ansprechen will. So,
für mich ist immer die Sache so, was ist Realität und wie real ist real? Weil ich habe mir schon oft so Gedanken gemacht, so, ja, soll ich mal einen Pilotenschein machen und so? Ja, ist eine ganz nette Sache, kostet aber auch ein bisschen Geld und braucht total viel Zeit. Und das waren schon so ein paar Hindernisse, die mich dazu erwogen haben, das eher nicht bisher zu machen. Und ich habe mein Buch, ein Theoriebuch gelesen, zeige ich auch nachher mal. Also die Theorie zum Fliegen, die man machen muss, bevor man mal in so eine Kiste einsteigt oder bevor man die Lizenz dann praktische, theoretische Prüfung macht. Und praktische Prüfung habe ich mir mal ein Buch gekauft, staubtrocken, aber total interessant. Habe ich zweimal durchgelesen, fand ich total super, hat aber immer noch viel Geld gekostet, habe ich mal wieder in den Bücherschrank gestellt. Und genau, dann ist mal wieder ein paar Jahre nichts passiert. Genau. Dann ist die zweite Geschichte passiert. Letztes Jahr, so als noch so ein bisschen Corona war, war ich mal in, also gerade so am Abklingen, war ich in Hamburg und da war ich im Miniaturwunderland. Also ich arbeite weder fürs Miniaturwunderland noch für irgendwelche anderen Firmen, die ich jetzt hier erwähnen werde. Ne? Also es soll keine Werbeveranstaltung sein, aber ich möchte ein bisschen erklären, wie dieses mit der Realität zusammenkam. Und im Miniaturwunderland haben die mittlerweile so eine virtuelle Realitätsgeschichte, wo man wenn man sich da für ein paar Münzen einkauft, geht man da in diese Miniatur Wunderland rein mit so einem Virtual Reality Helm und man bekommt Sensoren an die Hände und an die Füße und dann ist man in dieser virtuellen Welt und die sieht zwar sehr toll aus, aber man merkt trotzdem, also das Bewusstsein ist sich ständig im Klaren, man ist nicht in der realen Welt, man kann die anderen Leute, die da sind, man kann die sehen, man kann die auch anfassen, weil der Computer rechnet immer aus, wo die auch sind und stellt die in der virtuellen Realität dar. Und man sieht diese Miniatur-Wunderwelt und man kann da drin rumlaufen. Aber das Bewusstsein ist sich trotzdem klar, das ist nicht echt, aber trotzdem fühlt man sich da so total echt drin, obwohl man vordergründig noch weiß, das ist nicht echt. Und dann haben die so eine fiese Sache eingebaut, dann ist man auf so einem Hochhaus und muss über so eine Planke drüber laufen und rechts und links geht es in Abgrund und die Planke ist so breit. Und das kriegt man nicht fertig, über diese Planke zu laufen, obwohl man genau weiß, das ist nicht echt. Also man kann sich tausendmal sagen, das ist nicht echt, aber die Füße wollen da nicht drüber laufen. Also das Unterbewusstsein blockt da komplett weg. Und das war für mich das hat mich total lange beschäftigt, wie zwei Seiten in mir. Die eine Seite, die rationale Seite, sagt, alles gar kein Problem, da kannst du auch drüber laufen, ja. Und das Unterbewusstsein, das hält einen davon ab, das zu machen. Und da habe ich gemerkt, dass Realität und virtuelle Realität oder eine simulierte Realität, dass das das Bewusstsein und das Unterbewusstsein auf unterschiedliche Weisen anspricht und dass man was, obwohl man weiß, dass es nicht real ist, aber trotzdem für real empfinden kann und da auch ähnlich drauf reagiert, nämlich nicht über die Planke drüber laufen. Hatte mit dem Fliegen noch gar nichts zu tun, erstmal. Dann am Anfang von Corona haben wir mal eine Easter Hack gemacht, die total virtuell im Netz war und da hatten wir dann auch mal ein paar Streams gemacht über Twitch, weil so der Rest ist zusammengebrochen, weil zu viele Leute da waren. Also sind wir mal schnell nach Twitch gegangen. Also wer das nicht kennt, das ist so YouTube, aber online. Also so in Realtime, so um das mal so etwas zu abstrahieren. Und dann habe ich mich da wieder dran erinnert und dann habe ich da mal nachgeguckt, ob es da irgendwelche Leute gibt, die, weil ich wollte mal sehen, wo stehen wir da eigentlich heute mit Online-Fliegen, mit virtuellem Fliegen. Und dann habe ich mir das mal auf Twitch angeschaut und dann habe ich eine gefunden, die hat den Nick Katie Pilot, die fliegt Airbus, so im echten Leben. Und die konnte gerade nicht, weil war Corona und so. Und dann ist sie auf Online umgestiegen und ist ein bisschen ins Programmierer-Business eingestiegen und hat den Leuten gezeigt, wie man online einen Airbus A320 fliegt und hat das recht oft gemacht. Und ich habe mir da so ein paar Sachen angeschaut, habe nichts verstanden bei der ganzen Geschichte, weil es doch ein bisschen technisch und so. Aber mich hat es sehr fasziniert, wie real das ausgesehen hat und auch sie, als wie sie das gezeigt hat, war, weil sie das auch gerade angefangen hat, war immer hin und weg, wie real das eigentlich ist, wie das ihre echte Welt widerspiegelt. Und das habe ich dann schon gedacht, ja, okay. Hat mich beeindruckt, wie jemand, der das im echten Leben macht, sich da auch reinziehen lassen kann.
Ich habe auch das Video dann mal auf YouTube gefunden, da ist mal einer hergegangen und ist mit seiner Cessna mal rumgeflogen und hat es hinterher im Simulator gemacht. Okay, was ist Simulator, was ist echt? Muss man schon genau hinschauen. Hat mich auch sehr beeindruckt, weil, also ist ungefähr, das ist nicht ganz das Gleiche, hier wird schon ein bisschen nach links gezogen, hier ist noch geradeaus, aber man kann zum Beispiel hier das Haus da sehen, hier, das echt ist und das hier auch echt ist und die Straße, ne? Und also das ist, das sieht ziemlich gut aus. Und ich habe mal ein kurzes Video, wie das dann so aussieht, wenn das mal wirklich bewegt ist, das ich jetzt auch mal selber gemacht habe. Das möchte ich euch mal kurz zeigen, nicht sehr lang, aber einfach mal einen Eindruck zu vermitteln, wie das heute aussieht, wenn man da ein bisschen Hardware spendiert. Zur Hardware kommen wir noch. Und zwar, wir hatten so mal vor ein paar Wochen ein kleines Firmen-Event an so einem See und da war ich noch nie und da wollte ich mal gucken, wie das da eigentlich aussieht, bevor man hinfliegt. Also setzt man sich mal einen Flugsimulator rein und fliegt da mal über das Städtchen drüber. Wer es errät, wer das ist, darf es dann auch mal sagen. Und ich habe mal geguckt, wie das da so aussieht, um mal so einen Eindruck zu kriegen. Und so sieht es also aus. Ich mache das ohne Ton, aber einfach mal, um zu sehen, wie das so von, wie es visuell aussieht. Weil Ton ist eigentlich relativ einfach zu simulieren, aber visuell ist es schon was anderes. Das ist eine Diamond DA-40. Ist ein kleines Propellerflugzeug, passen 4 Leutchen rein. Und ja, ist das, was man so fliegt, wenn man jetzt nicht so eine alte Cessna 152 fliegt, so 40 Jahre alt, sondern wenn man ein bisschen was Moderneres fliegt, dann fliegt man sowas auch mit Glascockpit und so drin. Und so sieht es im Simulator aus. Das ist das Skier, das da passiert, das ist hier der Videoabspieler hier. Also das ist das Städtchen, wo wir da so waren und wenn man sich da Luftbilder anschaut, sieht halt frappierend gleich aus. Also das hier kann man so erwarten, wenn man heute so zu Hause virtuelles Fliegen macht. Ich spiele das noch, die ganze Geschichte, auf etwas mehr Monitor ab. Das ist 1080p, ich habe so ein Ultrawide, wo auch noch so ein bisschen höher ist. Ich sehe also deutlich mehr beim Fliegen als jetzt nur diesen Ausschnitt, was gerade bei so kleinen Flugzeugen, die eine sehr schöne Glaskanzel haben, natürlich total toll ist. Bei so Airbussen und so, wo die Fenster eher kleiner sind, da ist es nicht so wichtig, aber gerade bei solchen Fliegern ist es eine hübsche Sache, dann einen sehr breiten Bildschirm zu haben. Macht die ganze Sache logischerweise auch realistischer, weil im echten Leben guckt man natürlich nicht nur raus nach vorne, sondern man guckt auch so nach unten und so nach drüben und mit so einem Breitbildschirm kann man das wunderbar machen, ohne dass man seine Sichtposition ändern muss auf dem Bildschirm, was man natürlich aber auch machen kann. Ja. So, das ist so State of the Art. Und wenn man sich da mal was ganz Tolles auf YouTube anschauen kann, wie das so aussieht, wenn Leute das in echt filmen, sieht es nicht viel anders aus. Also fand ich sehr faszinierend. Ja? Du hast vorhin erzählt von Headset. Nee, bin ich noch nicht geflogen. Würde ich aber gern mal. Das Problem mit Headset fliegen ist, man sieht seine Hände nicht und du brauchst deine Hände dafür, weil du musst dann mit deinen Händen fliegen und da brauchst du nicht das nur an deinem Sidestick oder an deinem Yoke, sondern du musst auch deine Thrustlever bewegen und Knöpfe und das kannst du nicht, wenn du die Brille auf hast und ich arbeite da noch dran. Vielleicht probiere ich es einfach mal aus, eben für solche Sachen, da ist eine VR-Brille bestimmt voll geil. Genau, wenn du da schaltest nämlich noch den Autopilot ein und lässt das Ding mal fliegen und dann die Brille aufziehen, ist bestimmt super. Habe ich ja noch nicht probiert. Alright. So, ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war es der Balaton? Ja, das war der Balaton, genau. Genau. So. Also so sieht es aus, wenn man mit einem kleinen Flugzeug fliegt und mit dem habe ich auch angefangen, weil so Airliner fliegen war schon gar nicht so mein Ding. Ich wollte eigentlich eher so die kleinen Flieger am Anfang fliegen und mache das auch immer noch, weil da fliegt man halt sehr niedrig und kann, gerade wenn eben diese virtuelle Welt so hübsch ausschaut und das alles in Echtzeit sehr hübsch gerendert wird, ist das fürs Auge. Mich hat das interessiert, wie schaut das aus, was kann ich da sehen. Airliner fliegen sieht man eher weniger, weil man eben echt recht hoch ist und das ist eine andere Geschichte, kommen wir noch dazu. So, dann
War ich aber trotzdem noch nicht in der virtuellen Luft, weil man braucht da schon ein bisschen Hardware dafür. So mit dem Notebook, da läuft es nicht so. Man braucht eine Grafikkarte, kann man eben vergessen. Und ja, so eine Einsteiger-Hardware zum Probieren war halt sehr teuer. Und wenn man mal so 1,5 Jahre zurückgeht, selbst eine Xbox war entweder gar nicht erhältlich, so eine Xbox X, oder hat halt eklatant viel Kohle gekostet. Und ja, dann habe ich mir das alles angeschaut und habe es mir noch ein bisschen zur Seite gestellt, weil ich wollte ja jetzt nicht gleich mal so einen vierstelligen Betrag ausgeben, um da loszulegen, nur um festzustellen, dass es alles doof ist. Deswegen habe ich es damals eingelassen. So war das mal für den Moment. Mal kurz einen kleinen Zwischenschritt, was wird eigentlich alles simuliert? Ja, dann denkt man erstmal, ja, der Flieger fliegt halt irgendwo rum, ja, das wird halt simuliert. Aber es ist unfassbar viel, was da eigentlich reingeht. Ja, also das Flugzeug wird simuliert, die Systeme, der Motor, der Treibstoffverbrauch, die elektrischen Systeme, die Hydraulik, der Autopilot, analoge und digitale Instrumente im Cockpit, das Gewicht, die Gewichtsverteilung, ja, wird also auch simuliert. Das Flugverhalten, wie fliegt das Flugzeug, was ist die Aerodynamik? Ja, eine Cessna fliegt ganz anders wie eine DA40 und die fliegt wieder ganz anders wie ein Airbus. Der Auftrieb, die Reibung, der Schub, die Gravitation, der Luftdruck, der Wind wird simuliert. Die Welt wird komplett simuliert. Man kann komplett auf dem Globus fliegen mit unterschiedlicher Flugsimulationssoftware. Kommen wir gleich mal nachher noch drauf. Flughäfen werden simuliert, also inklusive den Landebahnen, den Terminals, der Beleuchtung, den visuellen Landehilfen, die optisch sind. Sind sie visuell, ja. Okay, die Fahrzeuge, die Städte, die Häuser, die Felder, die Straßen, die Beleuchtung bei Nacht, Wasser, Flüsse, Einfluss vom Wind und den Jahreszeiten auf die Dinge. Die Navigation wird simuliert, visuell, bodengestützt, Instrumentennavigations, VORs, NDBs, Vortex, ILS fürs Landen wird simuliert, GPS für die Navigation wird simuliert, RNAV, GPS-Landungen können geflogen werden, also so alles wie im echten Leben für die Navigation. Wetter wird simuliert, Tageszeit, Wolken, Wind, Auswirkungen auf Wasserflächen, Regen, Schnee, Eis, Turbulenzen, Wetter mit Jahreszeiten. Üblicherweise, man fliegt mit dem echten Wetter, das wirklich draußen ist, also die Flugsimulatoren haben das echte Wetter vom kompletten Globus zur Echtzeit drin und man kann es natürlich auch abschalten, wenn man es ruhig und gemütlich und sonnig haben will, wenn man rausgucken will, dann schaltet man es halt alles ab und macht Sonne hin, alles gut und 20 Grad und kein Wind und so, voll super, aber es ist halt mega unrealistisch, weil der Flieger fliegt dann halt genau gerade. Das passiert in der echten Welt nicht, weil irgendwie windet es immer und man wird abgetrieben und es geht hoch und runter und so. Und aber wenn man es eingeschaltet lässt, dann ist es halt alles da und ist auch zur Echtzeit da. Und da kommen wir nachher noch drauf, warum das so wichtig ist, dass es auch in Echtzeit da ist. Flugsicherung gibt es, ja, man kann die Flugsicherung so in den Simulatoren simulieren, was relativ tröge ist, weil die sind dann echt doof. Es gibt echte Menschen, die haben Spaß dran, Flugsicherung zu machen, also Air Traffic Control, WATSIM, IVAO, wir kommen noch drauf. Und dann kann man mit echter Flugsicherung durch die Gegend fliegen, mit einem kleinen Flieger oder auch mit einem großen Flieger. Und auch andere Flugzeuge werden simuliert, weil es ist irgendwie schade oder nach einer gewissen Zeit recht langweilig, alleine über die Welt zu fliegen. Deswegen tun diese Online-Netzwerke auch andere Leute, die sich auch mit dem Netzwerk verbunden haben, zu allen anderen Leuten, die sich verbunden haben, mit einspielen und somit kann man die Flieger sehen, die mit einem zusammen über die Welt fliegen. Und das sind ganz nett viele, werden wir nachher auch noch sehen. Ja, und Contrails werden auch simuliert. Ne? Also man kann auch die Flugzeuge, wenn sie um einen rumfliegen und die sind weit oben und das sind so große Flieger und die machen Kondensstreifen, dann kann man die auch im Simulator sehen. Das ist auch eine spannende Geschichte. Alright, das war aber meine einzige Textfolie, jetzt kommen nur noch Bilder. Das auf der linken Seite, das ist das Buch, mit dem ich mal angefangen habe vor ganz, ganz vielen Jahren. Da geht eben die Theorie rein, um ein PPL, also eine Privatpilotenlizenz zu machen, ist da drin. Gibt es auch andere Bücher, das, was ich mir gekauft habe, war wahrscheinlich das erste bei Amazon, da klickt man halt da drauf, wie es halt so ist. Ne? Aber es ist wirklich ein gutes Buch, kann ich empfehlen. Gibt es vielleicht noch welche, die lustiger geschrieben sind, aber ja, da geht es ja um nicht lustige Themen, also vielleicht ist das genau das Richtige. Aber ich habe keine anderen gelesen, das war mein einziges Theoriebuch dazu. Ist auch so dick, reicht dann auch.
Dann das zweite Buch, das ich mir irgendwann mal gekauft habe, als ich schon ein bisschen weiter war. Das ist eigentlich ein sehr altes Buch, weil da geht es um den Flight Simulator X, der ist schon relativ alt. Aber in diesem Buch gehen die Autoren mal der Frage nach, was ist der Unterschied zwischen Fliegen in der echten Welt und dem Fliegen in der virtuellen Welt? Was sind die Unterschiede und wie kann man das eine und das andere schön kombinieren? Und das ist das, was mich so interessiert hat. Wo ist der Unterschied, mal abgesehen von dem logischen Ding, ich hocke daheim, mein Schreibtisch bewegt sich nicht, aber wo ist der Unterschied im Feeling und im Handling und so? Und wie kann man das kompensieren und was lässt sich halt schlichtweg nicht kompensieren? Womit muss man leben? super gutes Buch, kann ich empfehlen, auch wenn es schon alt ist, bestimmt 10 Jahre alt oder so, weil es ist eigentlich wurscht, auch wenn die einen Flugsimulator beschreiben, der heute nicht mehr verkauft wird, geht es eigentlich um die Techniken, die da beschrieben werden und das ist völlig unabhängig vom Flugsimulator. Okay, dann war im Sommer letzten Jahres, hat sich so die Chip-Krise wieder ein bisschen entspannt und auf einmal bin ich so an so einem großen Elektronikladen vorbeigelaufen. Da haben sie gerade eine Palette Xboxen reingeschoben und dann habe ich mir gedacht, okay, da laufe ich jetzt mal hinterher. Und dann habe ich mir, dann waren die, ja, 600 Euro haben die gekostet, also der normale Preis. Und dann habe ich mir eine von dem Stapel runtergenommen und habe dann noch einen Side-Stick mitgenommen und habe gedacht, so für 600 probiere ich das jetzt mal aus. Weil das war, habe ich gedacht, an dem Tag war meine Schmerzgrenze gerade nicht so erreicht und okay, das probieren wir mal aus, weil so, wenn man so YouTube und so ein bisschen anschaut, waren die Leute so der Meinung, so Xbox und so, das von der Grafik her, wenn man da den entsprechenden Flugsimulator von dieser Firma aus Redmond, die ich jetzt nicht so gerne so oft erwähnen möchte, aber so ist das halt, der aber eigentlich von der Firma Asobo kommt, die in Frankreich ist, aber dieser Firma aus Redmond eigentlich gehört, der sieht da drauf ziemlich gut aus und soll auch, was die Grafik anbelangt, so sein, wie wenn man einen schönen PC hat mit der fetten Nvidia oder AMD-Grafikkarte drin, was ich auch bestätigen kann. Also für 600 Euro, ziemlich krass gut, was die Grafik und alles anbelangt. Mit dem habe ich dann angefangen, also für in Anführungszeichen wenig Geld. Man kann da beliebig viel investieren, wenn man möchte, na, aber das war ein guter Einstiegspunkt, weil für mich war nie, ja, ich mache dann irgendwie was mit Billig-PC, weil ich will ja gute Grafik haben, sondern ich brauche, wenn dann schon richtig, so mit, also Grafik. So. Ja, wie lernt man jetzt fliegen? Macht die Software einem eigentlich relativ einfach, weil die setzt einen dann, wenn man möchte, in eine Cessna 152 rein. Das ist ein kleines Flugzeug, schon ziemlich alt, mit analogen Instrumenten. Das, was man heute draußen in der echten Welt auch fliegt, wenn man fliegen lernt. Und mit dem werden dann so die ersten Flying Lessons gemacht. Da hilft es natürlich total, wenn man vorher mal so ein Theoriebuch gelesen hat und so ein bisschen weiß, warum man die Dinge so macht, wie die sagen, dass man sie machen soll, ohne das genauer zu erklären. Also so fand ich gut, dass ich da schon ein bisschen theoretisches Vorwissen hatte. Okay. Und dann kann man da so Stück für Stück diese Flying Lessons machen, wo die halt hergehen und verschiedene Sachen erstmal so im Soft-Modus lassen sozusagen, wo sie dir eigentlich helfen, damit du nicht gleich abstürzt. Also muss sie nicht, manche muss sie Ruder nicht bedienen und solche Sachen. Das macht das Ding dann. Und so langsam wirst du Schritt für Schritt rangeführt und der Realismus-Level wird hochgedreht. Und irgendwann ist dann halt mal alles an. Ja, also man hat dann alle 4 Dimensionen, in denen man sich bewegt. Also hoch, runter, rechts und links und rollen und dann noch Gas geben und bremsen, in Anführungszeichen. Ne? So hangelt man sich da langsam hoch, wie man das in echt mehr oder weniger auch machen würde, nur dass halt keiner neben einem sitzt. Und also fand ich eine ziemlich gelungene Einführung, wie man denn von der Theorie dann so ein bisschen zur virtuellen Praxis kommt. So, dann war es bei mir so, ich wollte eigentlich nicht so analog Instrumente fliegen, in der Realität bleibt einem da in Anführungszeichen ja oft nichts anderes übrig, weil das ist das, was die Flugschulen haben, weil alles andere kostet viel Geld. Aber im Simulator spielt Geld ja keine Rolle. Und ich bin dann auf eine Cessna 172 umgestiegen. Das ist ein bisschen eine größere Cessna. Und im Simulator hat die auch so ein schönes Glascockpit. Also Glascockpit heißt einfach digitale Instrumente mit LCD-Displays und solchen Sachen. Und ja, okay, ich bin halt Informatiker, ich brauche so ein bisschen Informatik an Bord. Und dann habe ich mit dem weitergemacht, so alle Failsafes ausgeschaltet im Simulator, so alles, was unrealistisch ist, mal auf abgeschaltet und so und habe mich dann so weiter hochgezogen.
Ja, und ich habe dann so weitergemacht, wie man es im echten Leben auch macht, nach den Platzrunden, wenn es irgendwie einigermaßen dann mal hübsch war, geht man dann hierher und fliegt dann mal auch zu einem anderen Flughafen, der mal 20, 30 Meilen weg ist. Und von da aus macht man halt, oder bin ich hergegangen und habe die Abstände dann einmal größer gemacht und habe dann angefangen, so durch Europa zu fliegen. Weil ich wollte immer mal schon durch Europa fliegen und man kann sich da Zeit lassen, muss man ja nicht an einem Nachmittag machen, kann man über viele Wochen und Monate strecken und so habe ich meine Sommertour durch Europa gemacht, während es so draußen in der echten Welt noch nicht so richtig ging. Kann man realistisch und unrealistisch wieder machen? Einfach nur wohin fliegen geht in der echten Welt nicht, im Flugsimulator schon. Aber man kann es im Flugsimulator auch so machen wie in der echten Welt. Man kann sich an die Restriktionen halten, die es in der echten Welt gibt, wenn man das möchte. Man muss es nicht, aber dann ist es halt unrealistisch. So, hier ist mal ein Bildchen, wie die echten Restriktionen in der echten Welt aussehen. Also es ist hier Deutschland so hier in der Mitte drin. Und das ist mal ein Flug hier von Köln-Bonn oder von Düsseldorf, weiß gar nicht mehr, nach München runter. Und diese ganzen Kästchen, die man hier sieht, das sind Zonen, wo man nicht durchfliegen darf. Also ich lasse mal den ganzen Pilotenjargon weg mit Class C und Class D, Airspace und bla bla bla, sondern versuche das mal mit normalen Worten zu erklären. Und also man kann nicht hier einfach nur diese Route fliegen, weil immer wenn da irgendwelche Kästchen dran sind, darf man da nicht durchfliegen oder es gelten gewisse Restriktionen. Und ja, im Simulator kann man das schon machen, kein Problem. Wenn man so in der echten Welt fliegt, hat man seine Lizenz ziemlich schnell los, würde ich mal sagen. Weil da werden die ziemlich sauer. Und also diese Zonen, wo man nicht durchfliegen darf, die haben natürlich auch einen Sinn. Das ist oft deswegen, weil da ein Flughafen in der Nähe ist und weil es total schlecht kommt, wenn man da mit seiner kleinen Diamond oder mit seiner Cessna da durchfliegt und dann kommt gerade der Airbus von rechts und fliegt dann durch einen durch, kommt total schlecht. Deswegen gibt es solche Zonen und je nachdem, wo man ist, gibt es da mehr oder weniger von den Dingen. Ne? Also wenn man hier so nach Ostdeutschland schaut, da gibt es relativ wenig. Hier kann man ganz toll fliegen, weil da ist nichts, das ist super. Da ist man nicht an große Restriktionen gebunden. Wenn man hier mal so nach in Niederlande oder so geht, da gibt es eigentlich nichts, wo man einfach nur so fliegen darf. Ja, da ist bei 2000 Fuß einfach Schluss. Alles drüber wird echt kompliziert. Ist kein dreidimensionales Bild, sondern diese Ausschlusszonen, die sind aber auch nur bis zu einer gewissen Höhe oder ab einer gewissen Höhe. Also man kann zum Teil drunter oder drüber fliegen. Und das ist die große Kunst, wenn man in echt fliegt, rauszufinden eben auch, wo man hinfliegen darf und wo nicht. Ja? Ah, okay. diese dreidimensionale Geschichte, das ist eine Software, die im echten Leben verwendet wird. Die heißt SkyDemon. Das ist die PC-Variante, aber die gibt es eben auch auf Tablets und auf Android und iPhone. Und was man im echten Leben macht, ist, man nimmt ein Tablet oder sein iPhone und klebt es an die Scheibe dran und fliegt mit dem so durch die Gegend, weil das kann kein Mensch, wie man das früher gemacht hat, mit Karten heute machen. Also man kann sich die Flugkarten von der Flugsicherung holen und kann rausfinden, wo man fliegen darf und nicht fliegen darf. Es dauert alles viel zu lang. Dafür gibt es heute Software. Und mit dieser Software sagt man, ich möchte von hier nach hier fliegen und dann tut man seine Route sich überlegen. Und hier unten sieht man das mit der Höhe. Da kann man sehen, diese Flugzonen, wo man nicht durchfliegen darf, ab welcher Höhe fangen die zum Beispiel an. Da kann man zum Beispiel hier sehen, das ist meine Flugroute, also auf der Höhe gesehen. Und hier kann man zum Beispiel sehen, diese Zone, wo ich nicht reinfliegen darf, die fängt bei 3.500 Fuß an. Also eine Fliegerei wird mit Fuß gemessen, nicht in Metern. Und dann weiß ich, okay, ich kann hier durchfliegen, das ist voll super. Ich muss halt einfach unter 3.500 Fuß. Also wenn ich da bei 3.000 Fuß durchfliege, kann ich drunter wegfliegen, alles super. Das ist hauptsächlich eben bei Flughafen so. Die haben so eine umgedrehte Torte, die unten kleiner wird. Also je weiter höher man geht, desto mehr darf man nicht fliegen, weil da oben kommen die Flieger gerade rein. Und je tiefer die sind, desto näher sind die an der Landebahn. Deswegen darf man da schon fliegen wieder. Genau, und deswegen kann man hier dann eben hübsch sehen mit dieser Software, wie hoch oder tief muss ich jetzt gehen, dass ich nicht in diese Kontrollzonen reinfliege, wo ich dann echt Ärger kriege. Also wenn man das macht im echten Leben, ja, dann ist die Pappe weg. Gibt's Ärger. So, und ja, man kann auch um Erlaubnis fragen, kommen wir noch drauf, ja.
Konnte ich aber zu der Zeit noch nicht, weil ich konnte niemanden um Erlaubnis fragen, weil war ja noch niemand da, die kommen erst. Genau. Diese Software kann man auch schön im Simulator mitverwenden, weil normalerweise, was die Software macht, die hängt sich an den GPS-Empfänger vom Tablet hin oder vom iPhone, das ist an der Seite vom Flugzeug, mit so einem schönen Pümpel da, wie man das so macht, wie die Navigationsgeräte im Auto, wo man an die Frontscheibe heftet, so machen die das an die Seite hin. Kann man schön auf YouTube sehen, macht heute jeder. Und das Ding nimmt halt GPS, aber diese Software hat auch die Möglichkeit, es in Flugsimulator mit einzubinden und dann kommt das GPS vom Flugsimulator und dann funktioniert das genauso wie in der echten Welt, nur eben im Flugsimulator. Mega genial. Ist natürlich nicht umsonst, kostet Geld, kostet so 12 Euro im Monat, also geht noch. Genau, es gibt auch Open-Source-Alternativen, gibt es auch, da habe ich auch mal ausprobiert. Die gehen bis zu einem gewissen Punkt und dann muss man wieder viel selber machen. Bei dem Teil muss man nicht mehr arg viel selber machen, das ist alles irgendwie drin. Aber es ist so nach Gusto. Ne? Es gibt auch noch andere Software, ForeFlight heißt sie zum Beispiel, die kann noch mehr. Also ist einfach die Frage, wo man so hin will. Ne? Aber du hast vollkommen recht, es gibt auch Open-Source-Alternativen, die dann mehr oder weniger das Gleiche machen oder eben mit Abstrichen. Und das ist das Tolle an dieser ganzen Sache, es ist, man muss nicht einen geraden Weg gehen, man hat ganz viele unterschiedliche Optionen, was man mal ausprobieren kann, was einem besser gefällt, was einem weniger gut gefällt. Und ja, für mich habe ich jetzt mal das genommen, weil funktioniert ziemlich gut und was mich interessiert ist, dass ich möchte es so nah an der Realität wie möglich machen und sehr viele Leute, die in Europa rumfliegen, in der echten Welt verwenden genau das Teil und man kann das auch schön sehen, wenn man sich die Videos von denen auf YouTube anschaut. So, jetzt kommt diese Geschichte mit Erlaubnisfragen. Das war dann so diese nächste Geschichte. Das nächste Problem, das eigentlich da war, diese Einbindung von diesen externen Tools, das geht auf der Xbox nicht. Das geht leider nicht, weil ja geschlossenes System und die wollen nichts reinlassen und so. Also technisch wäre das ja schon möglich, aber praktisch erlauben die es halt nicht. Und somit ist es eine geschlossene Welt. Und wenn man also diesen nächsten Schritt, Realismus-Schritt machen will, also sprich, ich möchte echte Tools verwenden im Flugsimulator, dann geht das mit der Xbox nicht mehr. Und dann, ja, dann muss halt so die echte, da muss ein bisschen mehr Hardware her, also sprich so ein PC mit einer fetten Grafikkarte drin, das wird dann schnell mal vierstellig. Ja, habe ich dann halt gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt unwahrscheinlich, dass es in 2 Wochen der Spaß raus ist, also okay, habe ich da so ein Ding reingerollert und bin dann mit dem PC weitergeflogen und einer etwas größeren Grafikkarte drin und die Stromrechnung ist hätte auch ein bisschen nach oben gegangen, muss ich zugeben. Also ja, so 400 Watt zieht das Ding schon rein, wenn es läuft. Genau. So, aber was man dann dafür kriegt, ist, die Realismus-Schiene wird nochmal so ein paar Stücke nach oben geschoben. Ich kann jetzt also Tools aus der echten Welt im Flugsimulator verwenden und ich kann auch anfangen, andere Leute zu sehen, die auch fliegen und ich kann auch mit Leuten reden, die Air Traffic Control machen. Also sprich, das Gegenstück, ich sitze im Flugzeug, ich möchte in so eine Kontrollzone, in so eine Sperrzone, wo ich nicht reinfliegen darf aus Sicherheitsgründen, weil da große Flieger und so oder Militär oder wie auch immer rumfliegen. Wenn ich da durchfliegen möchte, weil mir das sonst zu blöd ist, da drum rumzufliegen, dann kann ich um Erlaubnis fragen, wenn ich auf Sichtflug bin. Oder ich möchte da auch reinfliegen, wenn ich Instrumentenflug mache. Also sprich, ich gucke nicht raus, was ist in der Welt, sondern ich gucke auf meine Instrumente und fliege nur nach den Instrumenten. Und möchte auch auf so einem Flughafen landen, der eine Kontrollzone hat. Dann muss ich mit dem Tower-Lotsen, mit dem Arrival-Lotsen und einem Haufen anderen Lotsen, je nachdem, wo man ist, reden. Und das hat mich dann wieder total weggeflasht, weil da gibt es Netzwerke und da gibt es Leute, die machen sowas zum Spaß, machen Air Traffic Control. Und mal ein Beispiel ist hier so Zürich, Freitagabend. Das sind also alles Leute, die gerade von oder nach Zürich fliegen, mit größeren oder kleineren Flugzeugen. Man kann sehen, es sind ganz viele Flugzeuge, die schon im Flughafen gerade rumstehen, gelandet sind oder noch starten wollen. Und dann schaut man mal auf den einschlägigen Tools nach, wie das Freitagabends in der echten Welt aussieht. Und dann sieht es auch so aus. Und wenn man genauer hinguckt, dann sieht man schon, da sind so viele unterwegs, die müssen auch schon in Warteschleifen fliegen. Für die Leute, die sich auskennen, Gipol und Relax sind eure Freunde oder auch nicht. Kann man hübsch sehen, da drüben tun sie schon im Kreis rumfliegen oder in der Schleife und hier drüben auch.
und dann wird man runtergelotst. Und das geht eben im Simulator auch. Und das Lustige an Zürich und an der Schweiz ist, man kann sich auch diesen echten Air Traffic Control anhören, weil in Deutschland ist es illegal, man darf das nicht, man braucht eine Lizenz, um ein Funkgerät zu haben, das diese Frequenzen empfangen darf. In der Schweiz ist es aber nicht so und in anderen Ländern auch nicht. Und es gibt nette Leute, die dann diesen echten Air Traffic Control von der Luft abgreifen und ins Internet weiter streamen. Heißt, glaube ich, liveatc.net. Und da kann man sich das anhören. Man versteht am Anfang natürlich überhaupt nichts. Aber wenn man mal weiß, was die machen, auf einmal versteht man das und finde ich ziemlich spannend. Und für mich auch dieses krasse Erlebnis, was die in live machen und was die in der Flugsimulation machen, ist genau das Gleiche. Es ist unfassbar nah dran. Und auch die Learning Curve ist unfassbar hart. Man kann da zuhören, solange man will. Irgendwann muss man es dann mal selber machen und man kann da nicht jetzt mal, da überlegen uns jetzt mal 10 Sekunden, was will der jetzt von mir? Oder fragt da 5-mal nach oder so? Oder sagt dem, bestätigt dem das in irgendeiner Form, sondern im Prinzip, man muss das hören, verstehen und zurückantworten. Und das muss sofort gehen, unmittelbar, direkt, so wie im echten Leben auch. Und das ist unfassbar hart am Anfang. Da kann man so viel üben, wie man will, wenn man das erste Mal wirklich anfängt, mit einem Air Traffic Controller auch im virtuellen Leben zu reden. Es hat schon ein bisschen Überwindung gekostet. Aber mit der Zeit merkt man, dass es immer das Gleiche ist. In Anführungszeichen ist es immer noch hart. Vor allem so Freitagabends Frankfurt und so. Weil die schießen einen dann schon ganz gut rein. Da hat man dann keine 10 Sekunden, auch keine 5 Sekunden, sondern man muss eigentlich schon wissen, was der von einem haben will. Weil wenn man erst anfängt, drüber nachzudenken, ist eigentlich zu spät. Aber das, ja, man hört sich das mal an, wie das in der Schweiz abgeht, so Freitagabends, und dann wird man feststellen, im echten Leben, da wird halt auch, da muss halt auch alle 2 Minuten einer auf der Bahn aufsetzen, sonst fliegen die halt schleifend im Endlostrip und das will man nicht haben. Genau, also total weggeflasht wieder, also man wieder eine Stufe draufgelegt. Wir machen jetzt auch noch Air Traffic Control rein. Nicht nur für die großen Airliner, man kann es eben auch für kleine Flugzeuge haben, wenn man durch solche Kontrollzonen durchfliegen will oder auch Freitagabends in Frankfurt mit einer DA-40 landen will. Alle Air Traffic Controller finden dich total geil, wenn du das probierst und so. Weil du bist halt, ja, am Ende des Tages bist du halt halb so schnell wie ein Airbus und wie eine Boeing. Und ja, da musst du halt relativ viel Platz hinter dir lassen. Und wenn da halt noch 20 Leute hinter dir landen wollen, also er nimmt dir das nicht übel und so, das geht alles. Aber es macht die Situation für den Lotsen nicht einfacher. Aber okay, jeder muss auch ein bisschen leiden. Und es ist spannend. Genau, so. Also Realismus draufgelegt, kann ich jedem nur empfehlen, sich auch mal so ein Live-Air-Traffic-Control aus Schweiz oder Norwegen und so anzuhören, voll super. Genau, und man kann es dann auch in der virtuellen Welt haben. Gibt es 2 Netzwerke, das eine heißt WATSIM und das andere heißt IVAO. Ja, gibt es auch lange historische Gründe, ich bin da noch nicht so lange dabei, ich habe das nur so mal so nebenher mitgekriegt, aber es gibt halt Gründe, warum das 2 sind und nicht 1. Aber ist egal, man kann auch in beiden fliegen, wenn man möchte, oder nur in einem oder wie auch immer, je nachdem, was halt gerade besser ist, kann man machen, wie man möchte. So, ein netter Flughafen in der virtuellen Welt ist übrigens auch hier Baden Airport, hier direkt um die Ecke in der virtuellen Welt, weil da sind die ganzen, in Anführungszeichen, Newbies da. Und der ist immer recht oft besetzt und die sind auch alle sehr nett. Und da ist auch nicht so viel Traffic. Und wenn man noch lernt, sowohl für Air Traffic Control als auch in den Flugzeugen, ist es eigentlich ein sehr schöner Flughafen zum Starten und auch zum Landen. Und auch wenn man jetzt schon ein bisschen routinierter ist, ist da immer noch toll, weil ja, in Frankfurt, es dauert halt immer ewig, bis man da mal an der Startbahn steht, ne? Weil es ist halt doch ein bisschen größerer Flughafen und viele Flugzeuge. Also wenn man mal schnell, in Anführungszeichen, wohin fliegen will, dann Baden Airport, nette Sache. Alright, dann es gibt einen Client eben dafür, für die einzelnen Netzwerke, für IVAO und für WATSIM, wo man dann eben diese Funkgeschichte machen kann und in den Simulator mit reinbringen kann. Hier drüben sieht man zum Beispiel jetzt hier, das sind die ganzen Funkfrequenzen, die ich jetzt gerade an meinem Ort, wo ich da damals war, empfangen kann. War also irgendwie Lima Sierra Golf Golf, das ist Genf. Also ich war irgendwo in der Genfer Gegend und 1000 Lotsen online und ja, man muss sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen, um rauszukriegen, mit welchem von den vielen Leutchen man jetzt eigentlich reden will.
aber ist ja nicht Teil des heutigen Vortrags. Aber man sollte zu, was es hier zeigt, ist ja, da ist halt nicht irgendwie ein Controller online, der irgendwie die ganze Welt Control macht, ja, sondern da sind richtig viele Leute da. So, dann war bei mir der nächste Schritt, so jetzt müssen wir ein bisschen größer und schneller, weil so mit 70 Knoten, Freitagabend Frankfurt und so, macht nur begrenzt Spaß, weil es dann doch recht viel Druck da. Und war auch mal interessant, weil da wird es dann schwierig, sowas in der echten Welt zu machen. Ja? Also mit viel Mühe, viel Zeit und viel Aufwand kann ich eine Diamond DA40 Viersitzer, kann ich in der echten Welt so fliegen als Privatmann, ja, weil so ein Flieger kostet eine 500.000 und das fliegt man in der Flugschule und das gehört der Schule oder dem Fliegerclub. Hat er sich mal angeschafft oder man fliegt ein bisschen noch was Kleineres, was aber ähnlich schnell fliegt, dann ist das in Anführungszeichen noch leistbar. Ja? Also wir reden da so, ja, so 200, 300 Euro die Stunde, so alles in allem so mit Sprit, ja, kostet es immer noch. Aber das ist so das, was vielleicht noch so geht, außer man hat es beim Lotto gewonnen oder man hat mal in Aktien und so oder so. Aber in der virtuellen Welt kann man das ja auch, spielt Geld ja keine Rolle. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt will ich mal so ein bisschen was Größeres haben, was auch noch so ein bisschen mehr Glascockpit hat, also so ein bisschen mehr Elektronik noch drin. Und habe mich dann mal so mit einer TBM 39 Turboprop-Maschine angefreundet. Ist also auch noch ein Propellerflugzeug, aber fliegt schon ein bisschen schneller, weil da ist eine kleine Turbine drin und ist ein Sechssitzer und ist auch mit Pressurized Cabin, was heißt das auf Deutsch? Druckkabine, genau. Also man kann da auch richtig schön hoch und schnell und weit fliegen, aber das ist dann halt ein kleiner Unterschied. Das Ding kostet halt keine 500.000 mehr in der echten Welt, sondern kostet 5 Millionen aufwärts. So. Aber es gibt genug Leute, die ja, auch mit solchen Dingern durch die Gegend fliegen. Braucht auch marginal mehr Sprit, ja. Aber nicht mehr Watt am Computer. Genau, hat dann dafür aber State-of-the-Art Avionics, da ist dann ein G3000 oder ein G5000 von Garmin drin, wenn man eine TBM 49, 59, 69 hätte. Kostet dann allerdings noch mehr als 5 Millionen. Aber ist dafür State-of-the-Art, ja, so ein Airbus oder eine Boeing dagegen ist so Vintage dagegen. So. Also da sind schon echt krasse Sachen drin und das wird auch alles simuliert, ja. Also das ist nicht nur so ein bisschen blinky-blinky oder so, sondern alles voll funktionsfähig da drin und das ist schon eine nette Sache. Und man geht den Lotsen am Freitagabend in Frankfurt nicht mehr so auf den Sack, weil man kann da auch mit 120 noch den ILS-Strahl runterpurzeln und geht dann nicht mehr so ganz im Weg um. Genau, und man kann auch von hier aus mal schnell nach Italien fliegen mit so einem Teil. Das geht mit so einer kleinen Maschine, ist es schon ein bisschen schwieriger, weil da sind ja noch so die Alpen und so dazwischen und kann nicht so hochfliegen und so. Aber das ist ja bei den kleinen Maschinen auch nicht so der Sinn und Zweck, sondern da geht es ja eher um rausgucken. Bei sowas willst du ja nicht mehr so direkt rausgucken, da willst du ja eigentlich nur schnell wohin gehen, fliegen. Ja? Ist so geil, ja. Würdest du auch mit dem nie machen, ja. Ah, sorry. Deine Aussage war, gerade in den Alpen gibt es schöne Sichtflugkorridore, VFR-Corridors, sind super zu fliegen, genau. Aber nicht mit sowas natürlich, sondern das fliegt man mit den kleineren Maschinen, weil das natürlich super sinnig ist. Rechts Berg, links Berg, vorne Berg, genau. Aber es gibt noch, man kann irgendwann mal noch rechts abbiegen, wenn man Glück hat und da keine Wolke ist und so. Genau, und da gibt es aber auch wieder starke Regeln dafür, muss man auch einen Kurs machen. Und weil in den Alpen fliegen wird auch im Flugsimulator schön simuliert. Da gibt es auch schöne Aufwinde und Abwinde, wenn man an den Hängen dran fliegt und so. Und das kriegt man auch richtig mit im Simulator auch. Also es ist unfassbar, was da an Wetter simuliert wird. Und man versteht auch, wie einem auf einmal Angst und Bange werden kann, wenn da vorne eine Wolkenfront kommt und man muss man jetzt halt umdrehen. Weil wenn du nichts mehr siehst, dann wird es ein bisschen problematisch, weil dann siehst du nicht mehr, wo der nächste Berg kommt und auch ja, die Landebahn siehst du nicht mehr. Ist bei so Dingern jetzt kein Problem, weil da fliegt man eh nach Instrumentenflug, da fliegt man auch durch die Wolken durch. Braucht man aber im realen Leben, kann man da jetzt nicht auswählen, selbst wenn man die Kohle hat. Also um sowas zu fliegen, braucht man natürlich eine ganz andere Lizenz als für ein kleines Flugzeug logischerweise. Wenn man Instrumentenflug machen will, muss man noch ein bisschen mehr lernen. Aber um das mal so ins Verhältnis zu setzen, also von null bis ich sitze auf der rechten Seite Co-Pilot in einem Airbus oder in einer Boeing, wenn man das als Lehre macht, in Anführungszeichen, dauert es 2 Jahre Vollzeit, ja, dann sitzt man in so einem Teil drin. Also nur man muss da nicht 20 Jahre dran machen, bevor man irgendwas fliegen darf mit Instrumentenflug. Wenn man das wirklich für Geld verdienen machen will und das exklusiv Zeit, nach 2 Jahren ist man da.
um da mal so ein Verhältnis zu setzen. So, Instrumentenflugplanung. Wie macht man so? Ich brauche also einen Flugplan, den muss man auch aufgeben. Und man kann das alles von Hand machen, hat man früher auch gemacht, war total aufwendig. Macht man aber weder in der echten Welt noch im Flugsimulator, muss man das heute noch machen, sondern es gibt Tools, die einem einen Flugplan erstellen. In der echten Welt, wenn man kleinere Flieger auch mit Düse fliegt, dann nimmt man zum Beispiel Forflight und solche Dinge. Oder wenn man größere Jets fliegt, dann verwendet man irgendwelche schönen Solutions von Lufthansa oder von anderen Fluggesellschaften, die da komplette Flugplanungstools haben, wo das rauspurzelt. Aber man kann es auch mit der Hand machen. Man kann in jedem Land sind die ganzen Karten und das ganze Zeug alles öffentlich, frei, erhältlich für nichts und kann sich das zusammensuchen. IFR, nicht VFR. Aber für IFR kriegst du überall. VFR mittlerweile auch in Deutschland, aber ja, hat sich erledigt. Wenn du ein Tool verwendest, dann geht es auch ohne. In der virtuellen Welt gibt es auch so ein Tool, das ist nicht von der Lufthansa, sondern hat dann andere Leute programmiert, ist dann auch eine Firma daraus entstanden, die heißt Navigraph und Simbrief. Und mit diesen Tools kann man hergehen und sich mal schnell einen Flugplan zaubern, wo dann alles drin ist. Mal gucken, wenn hier mein Internet gerade funktioniert, dann zeige ich das mal, wie das ausschaut, so. Nur mal um so einen Eindruck zu vermitteln. Das ist jetzt also nicht so, wir machen das mal in der Simulation, sondern in echt, wenn man, again, YouTube is your friend, ja, man guckt sich das mal an, wie so eine Flugplanung gemacht wird und wie die Leute mit den Karten umgehen und wo die rausziehen. Schauen wir mal, dann sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Also machen wir mal kurz einen Flugplan, um dann mal zu zeigen, wie sowas ungefähr aussieht. Ja, also ich gehe mal her, ich trage mal fast nichts ein, sondern eigentlich nur, wo ich hin will und wo ich herkomme. Also ich möchte mal von EDSB, das ist hier, hoffe ich mal zumindest, Baden Airport, wer weiß zufällig, EDSB, stimmt das? Okay, super. Und wir wollen nach EDDK fliegen, nach Köln. Ist jetzt nicht so ganz super realistisch, weil wer fliegt schon von Baden nach Köln, aber egal. Und okay, ich möchte mit meinem A320 fliegen. Und ja, ist ja möglich. Also von Baden kannst du auch mit dem A320 fliegen. Die Landebahn ist lang genug. Da fliegen auch A320, aber halt nicht nach Köln, sondern eher Ibiza und Tralala und so, hast du nicht gesehen. So, und dann wirft er einem den Flugplan raus mit allen Routenschritten. Er guckt auch in der echten Welt nach, wie da das Wetter ist und findet auch schon in den meisten Fällen richtig aus, von welcher Startbahn und von welcher Seite ich jetzt starte und wie ich wieder landen soll und macht dann auch Routenvorschläge, die noch ein bisschen weiter unten aufgeführt sind und macht aber schon die am meisten Sinn macht, in den allermeisten Fällen direkt als Nummer 1 da drauf. Bezieht er auch aus der echten Welt die echten Daten mit ein, weil alle 3 Monate ändern sich die ganzen Karten, kann er also auch. Und wenn ich da so happy bin, dann sage ich hier Generate Flight. Na, das war Edit Flight, das war falsch. Jetzt macht das mir wieder kaputt. Nee. Gucken wir mal. So, eigentlich wollte ich ja New Flight machen. New Flight. Ah, da oben ist der Generate Flight. So, so mit umdrehen. So. Echo Delta Sierra Bravo nach Echo Delta Delta Kilo. Mit meinem A320, nur dass es schnell geht und er rechnet alles aus, was ich dazu brauche. Ich drücke hier auf Generate Flight. Braucht ein kleines Stück, weil da hängt echt viel drin. Das wird jetzt nicht nur so lalalala, sondern so, wie man es im echten Leben auch machen würde. Und es kommt dann ein Flugplan raus. So, mal gucken. View PDF. Der sieht dann so aus, der hat 26 Seiten. Flugplan kommt da raus. Den man wichtige Stellen muss man da mal jetzt ein bisschen genauer durchlesen, wenn man das realistisch machen will. Da steht also genau drin, ich fliege von Baden Airport nach Köln. Das sind 244 Grand Circle Distance, 244 nautische Meilen. Ich brauche 40 Minuten, um dahin zu fliegen, reine Luftzeit. Ich muss so und so viel Sprit mitnehmen. Ich habe so und so viel Gewicht zum Starten, zum Landen und ich habe so viel Fuel dabei. Auf der zweiten Seite steht dann drin, was meine Flugroute ist. Ja, ich habe Flugpunkte und ich habe auch sozusagen Autobahnen, auf denen also, oder Flugbahnen, ja, wo mein Flieger entlang fliegen kann. Und ich werde landen in der Arrival, die heißt Gulcon 06. Kennt auch jeder, der schon mal nach Köln geflogen ist als Pilot. Also hat sich niemand ausgedacht für die virtuelle Welt, sondern wird eben auch aus der realen Welt genommen. So, und
dann gibt es da auch noch viel mehr. Da steht dann auch noch drin, da kann man sich dann anschauen, wie das Wetter ist. Im Moment, ja, okay, es ist nicht arg, es ist schönes Wetter, ja, aber wenn da Wolken und Stürme und so dran sind, dann sieht diese Karte sehr viel hässlicher aus. Und dazwischen sind noch viele, viele andere Dinge, die man sich beim Fliegen auch Gedanken drüber machen muss, bevor man losfliegt. Würde aber heute natürlich auch zu weit führen. Und das Zweite, das das Ding dann macht, ist, es sucht einem schon alle Karten raus, die man zum Fliegen dann benötigt. Man muss nichts mehr machen, also nicht mehr irgendwie bei der DFS mal vorbeischauen und sich die Karten holen, sondern ist alles schon da. Hier wird nochmal schön die Flugroute angezeigt. Also man fliegt nicht direkt, ne, hier von Baden direkt hoch, sondern man muss erstmal hier und dann eine kleine Rechtskurve fliegen und dann so hoch, außer man kriegt dann einen Direct und darf schneller fliegen. Und dann fliegt man nach oben, komm gleich, und alle Karten sind schon da, die ich brauche. Also zum Beispiel hier meine Flughafenkarte von Baden Airport, wie das aussieht. Weil man kriegt dann auch, ja, okay, du sollst jetzt mal zur Startbahn rollen und dann geh mal her und tu über Mike Golf nach Echo an den Holding Point zum Beispiel rollen. Und da muss man halt wissen, was Mike Golf und Echo sind, sonst kommt man da nicht weiter. Also braucht man da eine Karte für. Ne? Genauso ist es eben auch für den Abflug. Da ist auch ganz klar festgelegt, okay, wenn ich hier so nach Norden raus starte, dann muss ich erstmal eine Rechtskurve fliegen und da gibt es dann gewisse Restrictions. Ich darf die Geschwindigkeiten nicht übersteigen. Ich muss eine gewisse Höhe haben an gewissen Punkten oder darf auch nicht zu hoch fliegen, weil sonst könnte man ja dann den Militärflugplatz sehen und solche Sachen. Und also diese Karten, das sind genau die Karten aus der echten Welt, nur halt not for navigational use. Deswegen sind sie dann auch ein bisschen billiger. Aber ist also nichts, was für den Flugsimulator nur gemacht ist. Und eben für den Anflug dann auch wieder genau das Gleiche. Hier habe ich meine Gulco Arrival, muss ich dann diesen Kurs fliegen und dann muss ich mal gucken, wie der Lotse mich dann reinlässt. Dann gibt es noch Transitions und bla bla bla, ganz viele andere Sachen mehr und gibt es auch Karten für. Genau, also man sieht, es wird, wenn man das echt in real machen möchte, im Simulator wird es schnell ziemlich komplex, eskaliert gut weg. Aber macht total viel Spaß, aber muss viel lernen bei der ganzen Sache. Und wenn man versucht, sowas mit echten Air Traffic Controllern in der virtuellen Welt zu machen und man hat noch nicht gut gelernt, dann wird man das ziemlich schnell feststellen. Weil dann weiß man ziemlich schnell nicht mehr weiter. Aber man lässt es dann entweder sein oder man hat super Motivation und dann ja, nach dem zweiten, dritten Mal klappt das dann schon ganz gut, weil wenn man schlau ist, zeichnet man das alles auf, was man macht und findet hinterher raus, was nicht funktioniert hat. Ja, so wie die Leute im echten Leben auch machen. Ja? Also die Leute, die ihre Sachen auf YouTube stellen, die im echten Leben fliegen, die sagen auch, ja, die machen das deswegen, damit die hinterher gucken können, was sie das nächste Mal besser machen können. Weil man lernt es nicht einmal und dann läuft es, sondern man lernt immer. Ist unfassbar. Du hattest eine Frage. Klar. Ja, bitte. Ja, Eurocontrol, kann man auch mal unten drauf drücken, voll super geil. Ja, genau. Ja, und auf welcher Höhe und tralala und hast ja alles nicht gesehen. Mhm. Ja, ja, ich habe das auch schon ein paar Mal ausprobiert. Ja. Manche Controller haben da auch Spaß dran und machen das, wenn du deinen Flugplan aufgibst, dann kommen sie zurück und sagen, ah, wir haben das mal geguckt, so läuft es nicht, wir geben dir mal kurz einen neuen Flugplan und so. Und denkst, ja, okay, super. Ja, ist aber wie im echten Leben auch. Du gibst deinen Flugplan auf und wenn es eurer Kontrolle nicht gefällt, dann sagen sie dir, das war jetzt ein netter Versuch, aber wir machen das jetzt so. Ne? Ja, okay, ist ja fair. Ja? Genau, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja, ja, also das
bin ich auch immer sehr bemüht, weil soll ja realistisch sein. Und man kann natürlich bei jedem Flug irgendwo anders hinfliegen oder man kann auch öfters so wie im echten Leben zum 10. Mal oder zum 100. Mal nach Frankfurt reinfliegen. Dann weißt du schon ganz genau, was geht und was nicht geht, weil das hast du nämlich schon 10 Mal gemacht. Und trotzdem wird es wieder irgendwie anders sein am Schluss, ne? Weil irgendwie ist die Situation immer anders. Und da ist es einfach, einen Flugplan pasten, der funktionieren wird. Und wenn du irgendwann mal irgendwo neu hinfliegst, ist schon schwieriger. Dann ist dann besser, du gehst mal bei Eurocontrol zum Validieren. Nee, du solltest, wenn du so anfängst, solltest du ihn so vielleicht mal Montagmittag in Baden anfangen. Da ist es super. Und flieg irgendwo hin, wo auch, jetzt vielleicht nicht München oder Frankfurt oder so. Genau. So, 5 Minuten noch, ich sehe schon, so, ich bin auch fast fertig mit meinen Slides, so, weil das haben wir schon durch, ja, das ist hier das Kartenmaterial. Moment, ich muss mal wieder hier zurückgehen, wenn ich meine Maus mal noch finde, wo ist die Maus abgeblieben? Okay, so, vorsichtig bewegen, so. So. So, dann waren wir hier. Da waren wir auch schon. Ja, wir gehen eigentlich in die andere Richtung. Wir gehen zeitlich zurück. Das ist blöd. So, da waren wir so. Auch noch so ein kleines Bild. Man denkt ja immer, das ist ein Flugzeug, aber eigentlich ist es gar kein Flugzeug, sondern das ist eigentlich ein fliegender Funkturm. Ja, ich habe mal abgezählt, wie viele Antennen auf so einem Flieger drauf sind. Ich bin da mal über 10 gekommen und es ist halt abartig, wenn man mal guckt, was heute zum Fliegen an Funk gemacht wird. Ja, also Sprechfunk, Funknavigation, ADS-B-Transponder, damit jeder weiß, wo man ist und damit man auch selber sieht, wo die anderen Leute sind. Textkommunikation, wenn man in einem Airliner drin ist, damit man von seiner Fluggesellschaft mal wieder eine auf den Sack kriegt, wenn man 5 Minuten zu spät dran ist. Oder man kann mit Air Traffic Control textbasiert CPDLC reden, was auch Spaß macht, wenn man länger fliegt, weil kann man ein bisschen über die Dinge nachdenken, wenn man einen Text liest und muss nicht sofort was machen. Hat seine Vorteile. GPS ist drin. Es muss natürlich alles immer doppelt mindestens vorhanden sein, wegen Redundanz. Und ja, ich meine, wenn man so einen Flieger für 5 Millionen hat, dann baut man sich dann natürlich GPS, Internet und Zeug und Telefon und so ein, ja, weil hat man ja, nach 5 Millionen macht es eh keinen Unterschied mehr, ja. Also voll viele Antennen drin in so einem Sachen, aber auch in so einem kleinen Flieger sind immer noch genug Antennen drin. Je nachdem, was man damit machen will, wenn man jetzt nur so im Umkreis fliegen will, dann hat man jetzt nicht so viel Zeug dabei. Aber wenn man halt irgendwie so durch Deutschland oder durch so Europa kurven will mit einem Fliegerchen und nicht nur Sicht, sondern auch Instrumentenflug machen will, ist da schon echt viel dabei. Und dann natürlich Endboss Airliner, ja. Airliner fliegen im Simulator und in der echten Welt ist natürlich eine ganz andere Geschichte als ein kleines Fliegerchen fliegen. Nicht schwieriger, würde ich gar nicht sagen, nur ganz anders. Und ich war froh, dass ich es so gemacht habe, wie im echten Leben, erstmal einen kleinen Flieger fliegen und dann sowas, weil in der umgekehrten Richtung finde ich es ungleich schwieriger, weil so ein Ding fliegt eigentlich fast von selber. In Anführungszeichen, während so ein kleiner Flieger überhaupt nicht von selber fliegt. Und man wird erstmal denken, oh, es ist unwahrscheinlich einfach, so eine A320 zu fliegen, wenn man mal eine Cessna 152 geflogen ist, wo nur 4 Leute mitfliegen können. Aber dieses Gefühl hält nur kurz an. Die Komplexität kommt bei einem Airliner von anderen Dingen. Habe ich aber dann auch gemacht, weil mich das interessiert hat, wie man so ein A320 fliegt oder wie man eine Boeing fliegt. Ich habe mich eher für den Airbus entschieden und dachte, dafür ziehe ich heute hier ein Boeing-T-Shirt an. Weil das ist so wie früher Amiga und Atari oder heute so Windows oder Mac oder Linux und so für die coolen Leute. Ne? So ist so, wenn die Leute, die groß fliegen, die sind auf der Atari oder auf der Amiga-Seite, also auf der Airbus oder auf der Boeing-Seite, weil da gibt es ein paar grundlegende konzeptuelle Unterschiede zwischen den zwei, wo wir halt nicht drauf eingehen können. Und da ja, gibt es so Gusto. Genau, und ja, kann man eben auch virtuell dann fliegen und es ist unfassbar, wie groß diese Systemtiefe von den Dingern ist. Gibt es unterschiedliche Sachen, inklusive Fly-by-Wire. A320 ist ein Open-Source-Airbus, sourcen auf GitHub. Und man kann da eben nicht nur das normale Fliegen simulieren, sondern auch Fehlerfälle. Genau, sind wir fast fertig. Man kann auch Fehlerfälle simulieren, also wenn Systeme ausfallen, was macht der Flieger dann, was mache ich dann, wenn die ausfallen und so weiter. Also unwahrscheinlich detailliert. Right, falsche Richtung wieder. Dann sind wir durch. Also hier nochmal einfach zu zeigen, wie das dann so aussieht, wenn man in der Simulation ist. Simulation ist nicht echt, auch wenn es so aussieht, wie ich finde. Ne? So. Und man braucht natürlich auch einen Simulator im Simulator, ja, weil man fliegt nicht mal schnell eine Platzrunde mit einer A320. Ja, es dauert so 20 Minuten, bis man die in der Luft hat, so wenn man es von vorne macht. Also wenn man da mal landen üben will, was gar nicht so einfach ist, wenn man
früher so einen kleinen C-152 geflogen hat, dann ist eine A320, die hoppelt dann schon mal so ein bisschen bei den ersten 5 Landungen. Und irgendwann denkt man, na, das müssen wir jetzt mal besser üben. Braucht man also einen Simulator? Gibt es aber auch den Simulator für den Simulator. Und der sieht so aus wie der echte Simulator in der echten Welt. Ja, es ist auch wieder sehr abgefahren. So, das war's. Happy Landings. Dankeschön. Applaus